Polizisten geschossen. Wir werden Polizisten geschossen. Massenalarm, Leute, die Massenalarm. Und jetzt die Leute, die sich fliegen. Ermächtigungsgesetz. Das ist die Lehre aus der deutschen Geschichte. Wir brauchen es nicht. Was der nette Herr mir gesagt hat, ich kenne nicht mal seinen Namen, der hier Piano spielt. Das ist alles richtig. Für Frieden, für Freiheit und gewaltlos. Darum geht es, um gewaltlose Demonstrationen wie 1989 in der DDR, als schon einmal ein Unrechtsregime durch die Demokratie, durch das Volk, durch den Souverän in seine Schranken gewiesen worden ist. Bravo! Das muss unser Anspruch sein. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk! 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 Und wir sind das Souverän, sagt die Dame. Wir sind das Souverän. Oh, jetzt hab ich noch höher hinaus. Das ist gefährlich, weil wer hoch steigt, kann auch tief fallen. Da muss man schon aufpassen in unserem Land. Ich möchte es nicht zu lang machen, ich möchte noch zwei wesentliche Dinge sagen. Es heißt immer, die Corona-Maßnahmen und die kommenden Impfungen, die müsse man haben aus gesundheitlichen Gründen. Wer spricht denn über die Impfschäden? Jawohl, wir Menschen bravo! Haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Bravo! Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen und jeder Mensch hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und schaut euch mal die, ich bin ja im Bundestag, ich habe mich sehr viel mit den Akten beschäftigt. Schaut euch die Verträge an zwischen der Pharmaindustrie und unseren Regierungen und Brüssel. Da wird die Haftung für Impfschäden ausgeschlossen. Die wissen schon, warum sie das tun. Und was auch einfach hier ans Volk muss, und ich hoffe, dass auch die Mainstream-Presse jetzt berichten wird über diese spontane Aktion hier. Die neue Anti-Corona-Impfung ist eine genmanipulierende Impfung. Es ist nicht nur gesetzlich, sondern auch moralisch verboten, Genmanipulationen an Menschen durchzuführen. Und genau das wollen sie mit uns machen. Bevor ich in die Politik gegangen bin als Wutbürger, um das hier zu ändern, habe ich mein Leben lang, da lege ich Wert drauf, mein Geld ehrlich verdient in der Wirtschaft. Ich bin ursprünglich ein Mann der Wirtschaft. Ich komme aus der Wirtschaft und deswegen möchte ich jetzt einfach mal sagen, was wirklich im Hintergrund dieses ganzen Corona-Hype steht,
Es geht nämlich darum, die Weltwirtschaft war bereits Anfang dieses Jahres am Zusammenbrechen. Und auch das Geldsystem, das wertlose Fiat-Geldsystem des gedruckten Papiergeldes, das war auch schon am Zusammenbrechen Anfang dieses Jahres. Darum geht es. Und deshalb ist Corona gerade richtig gekommen, damit die wahren Schuldigen, die den Wirtschaftszusammenbruch zusammengebracht haben und die unser Währungssystem zerrüttet haben, die wahren Schuldigen dahinter verstecken sich hinter dem Coronavirus. Das ist eine riesengroße Fake-Geschichte. Wobei ich ganz ehrlicherweise sagen muss, das Coronavirus gibt es. Ich bin kein Corona-Leugner. Und es gibt auch Risikogruppen. Es gibt Leute mit Vorerkrankungen, es gibt ältere Menschen, die allein auf dem Gebot der Menschlichkeit heraus auch unseres Schutzes bedürfen. Das gibt es alles. Aber die Art und Weise, wie man jetzt Corona grundsätzlich gegen alle Bürger, gegen 99% wendet, das ist ein Verbrechen, weil 99% gar nicht krank sind. So, wir sind die wahren Schuldigen. Und jetzt weiß ich nicht, wie lange ich noch lebe, aber ich sage es trotzdem. Die wahren Schuldigen hinter dem Wirtschaftszusammenbruch und die wahren Schuldigen hinter dem Zusammenbruch unseres Währungssystems, die sich verstecken jetzt nur hinter Corona, das ist die Finanzindustrie, die haben das verbrochen. Und es ist die Pharmaindustrie, die sich jetzt daran reich verdienen will. Und das Schlimme ist, das sage ich, ich bin Quereinsteiger in die Politik, ich komme aus dem reellen Leben. Ja, ich bin Abgeordneter und ich sage nochmal, meine Partei spielt hier keine Rolle. Wir sind alle Bürger und müssen alle zusammenhalten. Links, rechts und Mitte, weil wir das Volk sind.